Hallo und willkommen zurück zu Hearthstone und zu einem weiteren Klassen-Herausforderungsvideo in dem Forscherliga-Add-on. Ja, als nächstes kommt dann der Hexenmeister, den ich auch schon aufgenommen hatte, aber leider ohne Ton. Und der Kampf, der war schon ein bisschen haariger als die Krieger-Challenge. Schauen wir mal, wie es diesmal läuft. So, dann kann ich schon mal einen Wecker stellen. Wippity-wipp. Die Riesenkröte ist ja geil. Ja, den Chef, den muss man hier immer hin und her pingen, also quasi wie bei. Also muss man sich immer wiederholen, damit man den Gegner wirklich aufs Maul hauen kann. Und ich finde, die Synergie ist auch ziemlich geil, weil man als Hexer dann tappen kann, ohne dass man Schaden kriegt und den Grubenlord quasi auch ohne Probleme spielen kann. Aber dazu müssen wir erstmal unser Schwertchen hier oder unseren Schaft hier holen. Rafans Fluch, ja. Live-Tap. Noch ein Pitlord. Klasse. So. Ich verteidige den Tempel. Joa. Verteidige mal. Ich werde jetzt hier diesen hier machen. Hohohoho. Können wir unseren Pitlord spielen? Brennen werdet ihr? Er holt sich sein Taschenmesser wieder. Ihr solltet den Schaft besser nicht verlieren. Er ist wertvoll. Ja, deine Mutti ist wertvoll. So, dann traden wir hier rein. Zack, und dann können wir noch hier in Town spielen. Und dann kann er ihn nicht direkt wiederholen. Wieso war da ein Gifteffekt? Ach so, wegen der Kröte, alles klar. Ich würde sagen, den leechen wir. Und gehen konstant Face. No Mas, no Mas. Pff. Winfried Fizzlebang. So. Boah, jetzt ist der Live-Tap erstmal über. What? Den hat er noch nie gespielt. Noch nicht im Normalmodus und noch nicht im letzten Mal, als ich das getried habe. Das ist ja Aso. You face Jraxxus. You face Jraxxus. Skiller Lord of the Burning Legion. Oh, jetzt holt er sich sein Schwert wieder. Und ein Pyro. So, und da gehen wir mal knallhart wieder hier. Ach ne, heil, scheiße, das reicht nicht. Oh, was macht der denn da? Shit. Missplay. Wie mocken wir denn das? Dann machen wir nur so. Und fuck. Machen wir so und ich bin noch ein Minion. So. Oh, das ist sogar markiert, ist ja cool. Yay! Oh nein, wie war das Symbol? Ein Zwergen, ja, Priester oder was soll das sein? Alter Schwede, das hat er noch nie so gemacht. Was ist hier los? What? Ah, okay. So, jetzt müssen wir uns hier das Ding. Wieso ist der gebufft? Ach so, von dem, ach ja. Von dem anderen Minion, alles klar. So, dann live-tippen wir erstmal. Spielen wir wie ein Wichtel, ein Frosch und ein Dingens und ein Dingens und ein Dingens und go. Oh. Ah, warte mal, warte, warte, warte. So, warte mal, er hat 13 Leben, wir haben hier 7
Und dünne, ja, das sollte eigentlich reichen. Los. Brennende Legion. Hohohoho. Oh, ich habe die Karte noch nicht. Ich hätte die so gerne. Unser guten alten Jiraxis. Aber ich habe ihn leider noch nicht. Oh ne, warte mal. Hatte ich. Doch, Jiraxis. Mal'Ganis hatte ich noch nicht. So war das. Ich räche mich. Ja, und damit hätten wir dann auch die Hexenmeister-Challenge ohne große Probleme bewältigt. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye.